Verpasse keine NBA-Prognosen und abonniere diesen Kanal oder komm in unsere Facebook-Gruppe Wettvorhersagen. Yo, hallo Freunde, ich bin Dirk Nowitzki und ich begrüße euch zur Western Conference mit Chris Custodian. Und Radek Vegas. Und zum Glück redet Dirk nicht ganz so, aber fast. Ja, musste halt von meiner Normalstimme ein bisschen abweichen. Ja, das stimmt. Kommen wir zum Westen. Den Osten haben wir ja breit durchgekaut. Mal schauen, ob wir im Westen auch so viel interessante Informationen liefern können. Wir werfen einen Blick auf die Gewinner und Verlierer, voraussichtlich von dieser kommenden Saison. Unsere Watchlist mit den interessantesten Spielern und geben dann noch ein paar Infos zu Wetten und dem Power Ranking. Ganz genau. Man hat es ja bei unserer Eastern Conference Analyse schon gesehen, da ist mehr oder weniger alles locked in, wer in den Playoffs ist und wer nicht. Wenn wir jetzt mal die Tabelle vom letzten Jahr anschauen, da sieht es schon im Westen komplett anders aus. Von Platz 3, 49 Siege, auf Platz 9, 46 Siege, liegen nur 3 gewonnene Spiele dazwischen. Also das ist schon unglaublich hart, auch wie viele Spiele letztendlich ein Team im Westen gewinnen muss, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Und der Westen ist ja nicht schwächer geworden, im Gegenteil, er ist stärker geworden. Und da kommen wir auch gleich zu unseren Gewinner dieser Offseason. Denn das sind ganz klar die Los Angeles Lakers. Die Lakers sind wieder wer, haben jetzt wirklich eine längere Durststrecke hinter sich gebracht, hatten zumindest noch, auch als es nicht mehr gut lief, zumindest Kobe Bryant, einer der besten Spieler aller Zeiten, der noch ein bisschen Fame dazu gebracht hat. Aber wenn die Lakers verlieren, da stimmt doch auch irgendwas nicht. Und jetzt haben sie halt einfach mal einen, ja, Hollywood-Superstar. Genau, einen Gott und einen King in Los Angeles. Und ja, sie haben es echt geschafft, LeBron ihre Franchise schmackhaft zu machen. Ja, ich glaube, da hat auch die Stadt selber einen großen Einfluss daran, auch die Nähe zu Hollywood vielleicht und ja, ist ja auch nicht die schlechteste Stadt, auch so vom Klima her in Kalifornien, spielt bestimmt auch eine Rolle und, also, ja, und die Tradition halt einfach, die Lakers sind halt einfach ein Verein von Irvin Magic Johnson, von Kobe Bryant und in diese Tradition kann sich jetzt LeBron James auch einreihen und vielleicht noch ein Stück weiter unsterblich machen. Genau, sie haben es nicht geschafft, den zweiten Supermax-Player noch zu holen, wo man hätte mit rechnen können. James hat auch ziemlich früh in der Free Agency gesagt, er geht nach Lakers. Trotzdem konnten die Lakers weder DeMarcus Cousins noch Paul George noch hier Kawhi Leonard per Trade oder so verpflichten. Aber das ist egal. Die Lakers sind jetzt hier der klare Gewinner, auch wenn sie in dieser Saison vielleicht nicht so erfolgreich sein werden. Nebenbei haben sie übrigens noch Rajon Rondo geholt, der letztes Jahr... Rondo. Der Playoff Rondo, genau, der den in New Orleans wirklich dann wieder zur fast alten Boston-Stärke zurückgefunden hat. Und sie haben noch Lance Stevenson und Jabal McGee, also so zwei Super-Freaks. Ja, Lance Stevenson ist ja so unser Liebling, weil er gilt ja als absurdester Spieler in der NBA. Ja. Ich meine, der Typ, der kann schon was, aber er fällt eigentlich eher durch seine witzigen Aktionen am Rande auf. Ich meine, legendär ist ja quasi, als er so gebückt neben LeBron James steht und ihm so ins Ohr pustet. Ja. Und LeBron einfach nur den Kopf schüttelt. Ja. Weil wir spielen die zwei Super Buddies zusammen. Es ist halt schon ein bisschen schade wegen der Rivalität. Ja. Aber auf der anderen Seite, vielleicht schafft es auch Stevenson innerhalb der Lakers eine Rivalität aufzubauen, wer den letzten Wurf übernimmt. Oder sie werden eigentlich wirklich super beste Freunde und sagen, hey, wir hatten jetzt so viele geile Jahre gegeneinander, lass uns mal miteinander etwas erreichen. Ja, das glaube ich halt auch, weil wenn man jetzt sieht, was halt Stevenson halt immer gebracht hat gegen LeBron, ich meine, da hätte man ja auch teilweise ausflippen können, aber da ist LeBron eigentlich immer schön cool geblieben und hat das wirklich bewundernswerterweise ganz cool alles hingenommen. Also ich glaube, ich könnte das nicht so. Und von daher denke ich, dass der da mit Stevenson überhaupt kein Problem hat. Er hat auch immer gesagt, er ist halt Lance, es ist halt seine Art und so. Von daher denke ich, könnten die schon wirklich, denke ich, dass die so auch kein Problem miteinander haben werden. Übrigens, auch einen Deutschen haben die Lakers verpflichtet. Klar.
Moritz Wagner. Mhm. Cooler Kommt Spieler. Kommt der Spielzeit. Ja, mal schauen, wie er sich und ob er sich in L.A. beweisen darf. Mhm. Dann der zweite Gewinner, die Oklahoma City Thunder. Da spielt ja Russell Westbrook und ja. Der ist ja auch einer der Besten in der Liga, aber dafür erwähnst du ihn gar nicht so oft. Also ich habe das Gefühl, du magst ihn nicht besonders. Ja, tatsächlich habe ich die Thunder gerade der letzten Saison nicht gemocht. Also ich bin kein so großer Westbrook-Fan, auch wenn es beeindruckend ist. Ich meine, der Typ ist eine wandelnde Triple-Double-Maschine. Es gibt Spieler, die schaffen, die werden bewundert, quasi, wenn sie 3, 4, 5, vielleicht mal 10 Triple-Doubles auflegen. Russell Westbrook macht das im Schnitt in der ganzen Saison, 2 Saisons in Folge. Und dabei spielt es keine Rolle, ob er in dem Jahr davor eigentlich keine wirklichen Mitspieler hatte oder wie letztes Jahr 2 Stars neben sich hatte, und zwar Carmelo Anthony und Paul George. Und man unterstellt ja dem Westbrook auch oft, dass die Leute nicht mit ihm mitspielen dürfen, oder besser gesagt, er ist so ein Ballhawk, also er gibt den Ball nicht ab, Ego-Spieler. Auf der anderen Seite hört man relativ selten, bis auf von Kevin Durant, wenig, also selten Schlechtes über Westbrook. Sei es Oladipo, der im Jahr davor in Oklahoma gespielt hat, hat Westbrook sich quasi bei ihm bedankt, dass er ihm so den Weg ein bisschen gezeigt hat. Paul George, offensichtlich gefällt es ihm auch so gut in Oklahoma mit Westbrook, dass er seine Vertragsverlängerung auf einer, ich glaube, Geburtstagsparty von Russell Westbrook verkündet hat. Hm. Irgendwo war das, und damit hätte ich nicht gedacht, denn der war bei LA im Gespräch. Viele Top-Clubs haben sich um Paul George eigentlich Gedanken gemacht, die den Cap-Space hatten. Aber er bleibt in Oklahoma. Und deshalb ist jetzt aber Oklahoma nicht unbedingt Gewinner. Denn sie sind jetzt erst dadurch Gewinner, dass sie es geschafft haben, Carmelo Anthony loszuwerden. Ohne ihn ist das Team definitiv viel besser. Das ist von der Mannschaftschemie, von der Hierarchie, von wer nimmt die Würfe, schon mal eine Erleichterung für die Leute. Auch Steve Adams, guter Spieler. Aber sie haben es nicht nur geschafft, ihn loszuwerden, sondern sie haben es auch noch im Gegenzug einen wirklich guten Spieler bekommen. Und dieser Spieler ist Dennis Schröder. Der kann Russell Westbrook erleichtern, oder nicht erleichtern, sondern eher den Spielaufbau erleichtern, indem er auch mal den Ball vorträgt oder halt einfach von der Bank für Instant Scoring sorgen kann. Mhm. Das sind wirklich, du verschiffst es, du schaffst es nicht nur Anthony loszuwerden, sondern dafür auch einen guten Gegenwert zu bekommen. Das ist beeindruckend, damit habe ich auch nicht gerechnet. Und einen der dümmsten Spieler haben sie auch noch verpflichtet. Die Rede ist von Nerlens Noel. Warum ist der dumm? Der hat vor 2 Jahren ein Vertragsangebot der Dallas Mavericks abgelehnt für 80 Millionen Dollar. Weil er gedacht hat, er kriegt 100 Millionen Dollar für 4 Jahre. Hat er aber nicht. Dann hat er für das Minimum unterschrieben, ich glaube 1 Million oder so. Also hat er mal sich um 79 Millionen verzockt. Jetzt ist er Free Agent geworden, nach diesem 1 Jahr Minimum, hat vielleicht auch wieder aufs große Geld spekuliert, ist aber nichts. Er ist jetzt für 2 Millionen Dollar pro Jahr in Oklahoma, und man darf nicht vergessen, es ist wirklich ein guter Center, also jetzt kein 20 Millionen Center, sondern eher ein guter, der Steve Adams auch gut vertreten kann, wenn der auf der Bank ist, und der vor allem mit Lobs, also Alley-Oops, gefüttert werden kann. Also ich kann mir vorstellen, dass wir die Thunder mit besserer Chemie, mit George und Westbrook, eine gute Saison sehen werden. Mhm. Trotzdem bist du kein großer Fan von ihnen. Du hast immer Spiele von Oklahoma eigentlich nie tippen wollen, oder? Ja, weil dieses Team hatte keine Einstellung. Also man muss ja sagen, von den Leuten her hatten die eine super Mannschaft, aber haben viele Spiele abgeschenkt, und das hat mich aggressiv gemacht, das gebe ich zu. Meinst du das jetzt anders? Ja, ich weiß nicht. Also ich muss halt sagen, es gibt ja Spieler, die magst du oder magst du nicht. Es gibt da keinen dazwischen. Und das ist bei mir Carmelo Anthony so einer. Und wenn der jetzt nicht mehr im Team ist, mag ich dieses Team automatisch wieder mehr. Und ich mag wirklich Paul George, den finde ich einen auch wirklich starken, sympathischen Spieler, der auch
Das siehst du, wenn er gut drauf ist, der das Niveau der ganzen Mannschaft auf ein neues Level hebt. Und was Westbrook abliefert, ist einfach unglaublich, auch wenn er natürlich sehr bald dominant ist. Mhm. Aber da habe ich noch eine Story, Wayne, gelesen, dass er ist halt auch immer der Erste, der in der Halle ist und trainiert, auch alleine schon. Und irgendein Mitspieler hat gesagt, ja, sie haben halt mal versucht, früher da zu sein als er, aber dann ist er halt noch früher gekommen. Also ich meine, der ist halt ein riesiger Superstar, aber ja, Training ist das Wichtigste. Und das ist halt auch so die Mentalität, die Kobe Bryant halt auch immer vertritt, dass oder auch Dirk Nowitzki, dass man halt einfach nicht der Beste wird, wenn man sich auf irgendwelchen Lorbeeren ausruht. Und da musst du halt einfach mehr trainieren als jeder andere. Und sagt ja auch Dirk Nowitzki in seinem Film, Der große Wurf, über Kobe Bryant, dass der, wenn der ein schlechtes Spiel hatte, dass er dann in die nächste Stadt fliegt, nicht ins Bett geht, sondern sich noch irgendwo eine Halle mietet und da einfach noch ein, zwei Stunden wirft und trainiert, bis er wieder ein gutes Gefühl hat oder hatte. Also das hat Kobe Bryant so gemacht und Westbrook ist da scheinbar ähnlich. Also das muss man halt, finde ich, dann schon auch mit einberechnen, wenn man ihn halt dann immer so stylisch rumlaufen sieht und jemand ist, der halt dann immer so ein bisschen polarisiert und wie ein Gorilla rumläuft, dass der halt auch was dafür tut. Und gut, wer natürlich auch was dafür tut, sind die Golden State Warriors, die jetzt ja die Liga wieder mal dominiert haben in den letzten Jahren und auch zu dem, wer soll die schlagen? Das ist halt immer die Frage. Das ist die Sache. Also Houston war ja wirklich nah dran, hat in 7 Spielen verloren, musste aber in Spiel 6 und 7 und am Ende von Spiel 5, glaube ich sogar auch noch, auf Chris Paul verzichten. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Paul sich nicht verletzt hätte. Houston wäre auf jeden Fall, hätte mindestens eine 50-50 Chance gehabt. So hat es Golden State dann am Ende doch leider in den Finals nochmal dann etwas leicht gehabt, wie dem auch sei. Sie sind natürlich auch der Mega-Gewinner dieser Offseason. Ich habe es aber da, wir haben es jetzt da unten mal hingeschrieben, oder das Logo hingesetzt, einfach deshalb, weil Golden State... Von 1 geht es nicht mehr höher. Ja, das ist eine andere Liga. Du hast eh schon die besten Spieler in deinen Reihen mit Steph Curry, mit Kevin Durant, Klay Thompson, Bombe, Andre Iguodala von der Bank, Draymond Green. Und dann kriegst du jetzt einfach noch den wahrscheinlich besten Center, aber Minimum einen der Top 3 Center mit DeMarcus Cousins für 5 Millionen dazu. Bei Online-Spielen würde man sagen, das ist unfair, das geht nicht, man wird ausgeschlossen werden, wenn man sich sein Team so unfair zusammenstellt. In der NBA ist es Realität. Mhm. Klar ist DeMarcus Cousins von einer Achillessehne jetzt ein bisschen Achillessehnenriss gehandicapt und wer weiß, wann der wieder zurückkommt und wie fit er dann sein wird, aber ich habe jetzt hier mal irgendwo hier die Statistik mir sogar aufgeschrieben, der hat im letzten Jahr 25 Punkte, 13 Rebounds, 5 Assists und dann noch knapp 2 Blocks und 2 Steals aufs Parkett geschmissen. Und der geht jetzt einfach mal zu Golden State. Ja, zwangsläufig brauchen würden die den wahrscheinlich auch nicht. Aber was hat Houston gemacht? Was können die entgegensetzen, außer James Harden in Sahneform? Ja, ich glaube, dass wir Houston dieses Jahr nicht um den Titel spielen sehen. Die haben Carmelo Anthony verpflichtet. Mm. Vielleicht schafft es aber Harden und Paul, den ein bisschen in die Spur zu bekommen. Ich glaube es fast nicht. Noch dazu muss man sagen, sie haben... Das ist hart. Ich rede mal einfach weiter. Noch dazu haben sie 2 Rollenspieler verloren, die wirklich wichtig fürs Team gewesen sind. Der eine ist Trevor Ariza, der wirklich ein guter ist. Den zweiten, muss ich jetzt gestehen, mir fällt der Name gerade nicht ein. Im Gegenzug haben sie Chris Paul verpflichtet, 4 Jahre und pro Jahr fast 40 Millionen Dollar oder sogar mehr. Und das für einen Spieler, der 33 Jahre ist und relativ verletzungsanfällig. Also das ist schon... Sie müssen es wahrscheinlich machen, weil ohne ihn funktioniert es nicht, aber auf Jahre gesehen kann die Verlängerung sehr, sehr wehtun. Und ich glaube auch, dass durch die Verpflichtung von Cousins für Golden State auch so ein bisschen Houston jetzt auch nicht in die Saison geht, wir schlagen die hundertprozentig,
Also ich glaube, es wird eine schwierige Saison. Harden ist zu Recht MVP geworden im letzten Jahr. Geiler Spieler. Aber ob der sich nochmal so motivieren kann in der Regular Season, glaube ich nicht. Und ich glaube, dass die Frage dann sein wird, können die in den Playoffs einen Schalter hochlegen? Wird spannend zu sehen sein. Mhm, freuen wir uns gleich auch auf das Power Ranking. Bin jetzt gespannt, wer denn die Rockets dann verdrängen kann von Platz 2. Ja, kommen wir zu den Verlierern, die Monobraue und die Timberwolves. Warum? Genau, ich glaube aber, dass ich Houston immer noch auf Platz 2 sehe, aber halt mit deutlich weniger Siegen. Ich meine, die kommen von 65 Siegen. Der große, große Verlierer ist für mich Anthony Davis, weil es auch einer der unglaublichsten Spieler ist seit Jahren. Mega von der Einstellung, von seiner Art, von seinen Statistiken, unglaublich. New Orleans ist mir egal, deshalb ist auch mein Hauptverlierer Davis. Der hat, die haben keinen Spieler geholt, der erwähnenswert wäre. Dafür haben sie Cousins verloren, sie haben Rondo verloren und da geht nicht mehr viel. Die haben ja letztes Jahr schon relativ gut gespielt, also waren da dann auch überraschend Vierter, oder? Fünfter und haben dann aber, oder Sechster, und haben dann aber Portland mit 4-0 in den Playoffs ausgeschaltet. Mhm. Das war einfach bärenstark und... Das geht nicht nochmal. Nee, also wie denn? Der fehlt jetzt komplett das Spacing. Sie haben auch noch irgendeinen Dreierschützen verloren, die Pelicans. Ich weiß jetzt leider nicht wen, aber ich glaube, der kann es nicht alleine machen. Wie denn auch? Hm. Hätte er ja vielleicht irgendwo anders hingehen sollen? Ja, so leicht ist es ja nicht. Und vielleicht passiert dann noch irgendwas im Laufe der Saison, aber es muss für diesen Anthony Davis schon extrem frustrierend sein, weil mit Boogie Cousins, das war ja das beste Big Man-Gespann, was du dir vorstellen kannst in der Liga. Also auch beide unglaublich gut harmoniert. Auch vom Spacing her hat es gepasst. Cousins kann auch von draußen Dreier werfen. Das heißt, du hast als Davis kannst du zum Korb ziehen, du kannst von außen werfen und du hast keinen Center-Spieler, der dir dann quasi den Weg zumauert, weil er nur unterm Korb spielen kann. Also es war eigentlich eine geile Symbiose, die jetzt fehlt. Ich glaube, das ist der große Verlierer in der Offseason. Okay, und was ist mit Timberwolves? Ja. Da machen wir nur ganz kurz, weil die eigentlich vom Gerüst her tolle Spieler haben, aber mannschaftsintern scheint es da nicht zu stimmen. Jimmy Butler hat eine Vertragsverlängerung von 110 Millionen ausgeschlagen, weil er offensichtlich da seine Zukunft nicht sieht und lieber nächstes Jahr Free Agent sein möchte. Es gab auch während der Saison schon Spannungen zwischen Butler, Towns und Wiggins und ich glaube, das wird sich jetzt so durch die Saison durchziehen. Sind auch kein Fan von, also was man so hört, Thibodeau lässt ja seine Spieler mit am längsten spielen. Ich weiß nicht, ob die das so berauschend finden, wenn der Erfolg nicht gegeben ist. Das ist ja immer die Frage, gibt es Erfolg, ist es jedem egal? Gibt es aber Misserfolge, dann wird sowas natürlich doppelt und dreifach kritisiert. Dann wird ein Trade kommen während der Saison, aber ob Minnesota da wirklich der Sieger ist, wird die Zukunft zeigen. Also ich sehe sie vom und deshalb Verlierer, weil ich hätte wirklich jetzt Mitte, Ende der letzten Saison sie als Top 3, Top 4 Team gesehen, auch mit Außenseiterchancen Houston oder Golden State zu ärgern. Jetzt glaube ich, dass sie nicht in die Playoffs kommen. Das wäre natürlich dann schon mal eine Ansage. Dafür kommen vielleicht endlich mal wieder die Mavericks in die Playoffs. Das wäre der Legende Dirk-Jules Nowitzki natürlich zu gönnen. Und da fragen wir ihn am besten selber. Naja, ich werde nochmal alles geben. Ich habe ja auch nicht mehr allzu viele Jahre zu spielen in der NBA. Maximal 3 oder 4. Ich meine, mit mittlerweile fast so viel Jahren wie meine Rückennummer wird es natürlich auch nicht leichter. Aber natürlich lebt Basketball auch viel von Erfahrung. Und mein Legendenstatus, der ist mir unbenommen. Also was traust du mir zu, Chris Custodian? Ja, also ich glaube, das ist ja wirklich sein letztes Jahr. Und deshalb auch die Watchlist. 82 Spiele können wir den Dirkeles noch bewundern. Und die haben jetzt, die hätte man auch als großen Sieger der Offseason hinstellen können. Aus meiner Sicht, sie haben Luka Doncic bekommen.
vielleicht der Rookie des Jahres auf jeden Fall schon im Osten die Hawks kritisiert, dass man den nicht genommen hat. Der ist MVP geworden in Europa bei Madrid, Finals MVP, Euroleague. Unglaubliche Skills. Ich hoffe, dass er auch schnell genug für die NBA ist. Auf jeden Fall wird er das Team nach oben bringen und Dennis Smith Jr. und Luka Doncic sind einfach schon mal ein mega geiler Backcourt. Dazu haben sie Harrison Barnes, auch wieder ein Jahr besser. Dirk bestimmt noch mal ein bisschen motivierter, auch wenn älter. Endlich haben sie einen Center, den sie eigentlich seit noch nie hatten. Wie Andre Jordan haben sie, da kann man jetzt auch lange Stories drüber erzählen. Jeder, der sich mit der NBA auskennt, der kennt die Stories um Jordan und den Clippers. Auf jeden Fall ist er jetzt schon mal für ein Jahr da. Der wird für ordentlich Rim Protection, Blocks und Dunkings sorgen. Dann haben sie noch Devin Harris zurückgeholt. Also diese Dallas Mavericks, da könnte einiges gehen und die werden aus meiner Sicht sehr, sehr unterschätzt von Experten, von Buchmachern. Das sehen wir gleich auf der nächsten Seite. Ich meine, du hättest sie letztes Jahr eigentlich schon für die Playoffs gebucht gehabt. Und ja. Dann lief es ja nicht so erfolgreich und dann haben sie am Ende eh nur noch getankt, wie man so schön sagt, dass sie absichtlich so weit unten wie möglich landen wollten. Und dafür musste der Teambesitzer Mark Cuban auch Strafe bezahlen, weil er absichtlich gesagt hat, natürlich wollen wir alles verlieren, wir wären ja blöd, wenn nicht. Aber gut, das ist ein anderer Punkt. Ja, wann fliegst du rüber? Schaust du dir den Dirk nochmal an? Also ich bin tatsächlich, witzig, dass du das gerade fragst, ich bin natürlich Dallas-Fan und von daher habe ich letztes Jahr auch schon gedacht, dass sie Playoffs schaffen, aber dieses Jahr glaube ich es wirklich. Und Stand jetzt, also ich habe gestern tatsächlich mir den Spielplan mal mit Nick angeschaut und eventuell 19. 20. Januar spielt Dallas erst in Indiana und am nächsten Tag in Milwaukee. Das ist eine Autofahrt von 4,5 Stunden und wenn die Flüge günstig gehen, dann machen wir da so ein verrücktes Wochenende. Aber bis dahin müssen wir auch gut Sport wetten, damit wir uns das überhaupt leisten können. Ja, und danke, dass du mich da auch gleich mal ins Boot bringst und gar nicht mal fragst. Ja, kommst du auch mit? Ja, nee, in Milwaukee reizt mich nicht. Aber Indiana. Nee, wir haben ja... War ich schon mal da. Ja, das hab ich sogar auch gestern erwähnt, dass du da auch schon warst und warum geht es nicht dahin? Weil Indiana, die Pacers haben auch eine geile Halle und ein geiles Team, selbst wenn Dallas scheiße ist. Nee, aber tatsächlich werden, bevor der NBA-Wochenendtrip gebucht wird, erstmal geschaut, wer gut spielt und wer nicht, weil Karten bekommt man zu jeder Zeit. Wäre aber schön, nochmal den Dirk, den Dickler zu sehen. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Weiter auf unserer Watchlist, die Spurs, die bestgeführteste Franchise im Profisport der letzten 20 Jahre. Die könnten... Also ich habe vor einem Monat oder so mal zufällig so ein Power-Ranking von NBA oder ESPN gesehen, wo die Spurs nicht mal in den besten 10 waren. Das finde ich absurd, denn die waren letztes Jahr schon in den, wie viele sind das denn geworden? Ich glaube, 9., 10.? 5. oder 7. Ich weiß, oder 8. Nee, 8. gegen Golden State sind sie, nee, 7. gegen Golden State rausgeflogen, sowas. Auf jeden Fall haben sie jetzt ein besseres Team als letztes Jahr, weil sie haben DeRozan für Leonard bekommen und Leonard hat ja gar nicht gespielt. Das heißt, im Prinzip müsste das Team besser sein. Sie haben Tony Parker verloren, aber sie haben immer noch Manu Ginobili von den alten... Wie kann man einen Tony Parker verlieren? Ja, indem man ihn nicht pflegt und er dann nach Charlotte geht. Aber der ist jetzt auch kein so großer Verlust. Er war immerhin mit Eva Longoria verheiratet. War? Haben die sich getrennt? Nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar noch, oder? Ja, ich denke schon. Eva Tony Parker, der ist nicht so attraktiv, der kriegt da nichts mehr, der bleibt da treu. Naja. Wie dem auch sei, sie haben auch den Österreicher, den Kevin Pöltl, den finde ich cool, also was der in Toronto gespielt hat, das war schon ordentlich und ich glaube mit einer etwas größeren Rolle im System von Greg Popovich könnte der auch ein ganz guter Stil werden. Also von den Spurs erwarte ich mir auf jeden Fall auch wieder einen Playoff-Einzug und dass die ein Wörtchen mitreden werden um die besten 6 Plätze. Wie schaut es mit der Salzseestadt aus, Utah, die Mormonen? Ja, sollte man auf dem Schirm haben, denn die Jazz sind jetzt ein Jahr älter, super junges Team. Im Vergleich zu allen anderen, die stehen geblieben sind vom Alter.
Ja, haben ihr Team nicht getauscht. Donovan Mitchell eine unglaubliche Rookie-Saison hingelegt. Ricky Rubio hat erst so in der zweiten Saisonhälfte zu seiner Stärke gefunden. Joe Ingles geil gespielt. Rudy Gobert, erst seitdem der im Januar wieder zurückgekommen ist, sind die Jazz von ganz unten in der Liga, fast ganz unten, richtig steil nach oben gegangen. Also, sie hatten ja mal, also ich glaube, wenn man jetzt nur das Ranking anschaut von Anfang ungefähr 10. Januar rum bis zum Ende, dann ist Utah unter den besten drei. Und ich erwarte, dass die sehr, sehr hungrig sein werden in diesem Jahr. Und von Mitchell, das könnte der nächste Superstar der Liga werden. Unglaublich toller Spieler. Mhm, da freuen wir uns drauf. Was kannst du zu deinem Ranking sagen? Oben die Golden State Warrior mit einer so gut wie sicheren Playoff-Wahrscheinlichkeit, dass man da überhaupt irgendwie eine 1,01 hat. Da kann man eigentlich hingehen und alles Geld der Welt draufsetzen, weil die werden unmöglich. Also es sei denn, wie ich immer sage, es stürzt halt ein Flugzeug mit der ganzen Mannschaft. Zweite Mannschaft immer noch gut genug, um in die Playoffs zu kommen oder so. Ja, ja, das sagst du immer, genau. Wäre mal interessant, ob dann noch so eine Wette überhaupt Stand hätte, wenn sowas Außerordentliches passiert. Ja, außer die Mannschaft zieht sich zurück aus dem Spielbetrieb. Ja. Aber ja, deswegen 0,01 und nicht 1,00 oder so. Ich glaube, es ist sogar aufgerundet. Ja, wie dem auch sei, da brauchen wir nicht drüber reden. Die werden Erster. Dahinter haben wir schon gesagt, die Rockets nicht mehr so stark wie in der vergangenen Saison. Die Winline von 82 Spielen traust du ihnen 55,5 Siege zu. 10 weniger als in der vergangenen Saison. Ja, ja, die Winline ist ja nicht von mir. Ja, die ist ja, aber Las du Vegas. Gehst damit d'accord, oder? Ich glaube, dass die deutlich weniger gewinnen werden, ja. Also ich finde das auch interessant, unter diese 55,5 zu setzen, weil ich nicht glaube, ich wüsste jetzt nicht, warum sollte ein James Harden und ein Chris Paul gerade am Anfang der Saison so motiviert sein. Die wissen, sie kommen in die Playoffs. Sie wissen, ja, weil sie Geld dafür kriegen, weil da Zuschauer hingehen, weil es ihr Job ist. Also man muss ja nicht immer quasi das beste Spiel seines Lebens raushauen, jedes Spiel, aber immerhin einfach das bringen, was von einem erwartet wird. Und das ist halt bei solchen Spielern immer noch mehr als bei den Underdogs wahrscheinlich. Das ist ja, da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus. Mehr oder weniger gelassen, aber da könnte ich mich schon wieder aufregen über diese satten Profis. Aber gut, ja. Dann die Utah Jazz, die Aufsteiger vielleicht der diesjährigen Saison, zusammen mit den Thunder. Und ja. Dahinter die Spurs, ja, mit denen ist immer zu rechnen, sagt man ja, oder? Ja, also ich glaube, dass die Spurs auf jeden Fall unter den besten sechs sein werden. Dafür ist die Franchise einfach zu gut geführt. Jazz finde ich übrigens interessant. Die sind auch ein sicherer Playoff-Lock und dafür ist 1,15 eigentlich ganz schön frech. Wenn du jetzt mal schaust, die Quote im Vergleich von Oklahoma oder auch Golden State und Houston. Denver, eine wahnsinnig starke Starting Five und auch noch ein, zwei Spieler, die dann von der Bank kommen. Auf Playoff-Niveau, aber hier finde ich interessant, dass die ein Quote haben, nicht die Playoffs zu erreichen, von 3,2. Mhm. Und das ist schon, auch wenn ich sie jetzt hier an 6 gerankt habe, in meinem Ranking, finde ich das interessant, dagegen zu setzen, weil wenn du mal schaust, auf Platz 9, 10, 11, eventuell 12, sind auch noch Teams, die definitiv um die Playoffs mitreden. Die Grizzlies? Ja, wenn die fit sind, unterschätzt mir die Grizzlies nicht, wenn sie alle an einem Strang ziehen und fit sind. Okay. Wie dem auch sei, wir schauen mal zu den Lakers. Auch da finde ich interessant, gegen Los Angeles zu setzen für Langzeitwette, Playoff nicht erreichen, weil... Kannst du nicht machen, oder? Ich meine, ein LeBron James wird schon dieses Team schultern und dann haben sie noch einen Lance Stevenson. Ja. Ein Lance Stevenson, der spielt immer Playoffs. Das stimmt, das stimmt, da hast du schon recht, aber ich kann mir vorstellen, dass L.A. gerade am Anfang Probleme haben wird, in Trott zu kommen und von daher finde ich hier als Winning Line 49,5 zu hoch. Ich glaube nicht, dass die 50 Spiele gewinnen werden. Okay, aber die Playoffs, die ja, müssen sie erreichen. Ach. Und dann wirst du wahrscheinlich deine Wette auf die Mavericks platzieren mit 4,75. Hört Muss sich man interessant an.
muss man doch. Auch die werden über 35 Siege oder über 34 Siege erreichen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass in Dirks letzten Jahr Dallas muss um die Playoffs mitspielen und vielleicht schaffen sie die Playoffs und ich bin davon überzeugt und ich glaube, dass sie so 45 Siege holen werden. Ob das dann am Ende reicht, denke ich auch. Deshalb 8. Platz Dallas Mavericks. Ja, jetzt gerade noch, weil du die Jazz so unterstrichen hast, da ist mir halt eingefallen, man sucht ja immer so nach Geldanlagen. Das ist jetzt zwar ein bisschen ein unseriöser Anlagetipp, aber wenn man sagt, wenn man sein Geld über ein Jahr lang bei der Sparkasse anlegt, bekommst du vielleicht 0,5 oder wenn es hoch ist, Prozent Zinsen, das wäre dann eine Quote von 1,005. Wenn man auf die Jazz als Playoff-Teilnehmer 10.000 Euro setzt, bekommt man innerhalb von einem Jahr 15% Zinsen für eine todsichere Wette. Ja, ist doch so. Also eigentlich, wenn man es aus der Sicht betrachtet, werden jetzt viele Langzeitwetten vielleicht abgeschlossen von Leuten, die sonst ihr Geld an der Börse verpulvern oder vielleicht drüber nachdenken, sich einen Bausparvertrag zu holen, dann doch lieber in die Utah Jazz setzen oder den einen oder anderen Hunderter auf mich. Auf Dirk. Yeah, ja. Fly, für die fly away. Spekulanten. Also ich glaube, bei Dallas, junges Team, wenn die ersten Spiele erfolgreich bestreiten, werden die an sich selber glauben. Dann wird Dirk auch nochmal wieder Bock haben, mit einem Playoff-Auftritt seine Karriere zu beenden. Ich hoffe es und ich glaube fest daran. Yeah, alles klar. Man muss sich mal anschauen, wer auf 9 und 10 und 11 ist. 9 Minnesota, von den Namen her, ein Top-4-Kaliber-Team. Portland, Mehr die haben ja ganz außen vor gelassen, ja? Damian Lillard. Ja, weil sie einfach in den Playoffs extrem untergegangen sind, haben Playoff-Odds von 2,25, ist auch übrigens interessant, weil letztes Jahr sind sie Dritter geworden und sie haben genau das gleiche Team am Start wie letztes Jahr. Sie haben jetzt keinen verloren, wo du sagst, boah, scheiße, dass der nicht mehr da ist. Sie haben 49 Siege letztes Jahr erreicht und jetzt ist die Line bei 42,5. Das heißt, sie haben auf jeden Fall keinen Credit und sie könnten unterschätzt werden. Warum sollen sie schlechter sein als letztes Jahr? Aber ich glaube es ja auch. Man sieht halt auf jeden Fall die extrem starke Konkurrenz. Also hat man ja in der vergangenen Saison schon und auch in den Jahren davor natürlich. Die Western Conference ist natürlich extrem top besetzt und demnach auch spannend bis zum Schluss. Und ja, jetzt muss es erstmal losgehen dann im Oktober. Genau. Und meine letzte Wette, ich weiß nicht, ob man Langzeitwetten natürlich überhaupt abschließen sollte oder nicht. Ich werde auf jeden Fall ein paar spielen, einfach so als Spaß Geldanlage, natürlich mit etwas weniger als 10.000 Euro. Geht wahrscheinlich auch gar nicht. Allerdings, checkt ihr mal auf Parkplatz 11, die Pelicans, habe ich sie zumindest hingestellt, haben eine 2,4er-Quote bei VBET, dass sie die Playoffs nicht erreichen. Wie sollen die das denn schaffen? Die Playoffs. Genauso die Clippers, 1,11. Wie sollen die denn die Playoffs schaffen? Das geht ja gar nicht. Hey, da kann man das auch kombinieren, weil dann hast du ja quasi, kannst du noch weniger Einsatz machen, hast aber zwei relativ gute Sachen kombiniert. Also beim Fußball konnte man Langzeitwetten nicht kombinieren. Hm. Bei NBA habe ich es ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Weil muss man mal schauen. Ja, weil es wäre jetzt idiotisch zu setzen, wenn noch ein, zwei Monate es überhaupt hin ist bis zum Playoffs. Ich meine, braucht sich jetzt nur irgendeiner verletzen in der Vorbereitung, dann brauchst du nicht drauf gehen. Und ich glaube, großartig, wenn sich keiner verletzt, werden die Quoten sich nicht mehr ändern. Ja, wobei, die können sich ja dann auch, wenn die Saison losgeht, verletzen. Ja, aber warum sollte ich jetzt auf etwas setzen, wenn ich noch nicht mal weiß... Weil die Quoten halt attraktiver sind, als wenn jetzt sich jemand verletzt. Der dann auch vielleicht wieder gesund wird. Ich verstehe, auf was du hinaus willst. Also aber wenn die Quoten jetzt interessant sind, dann sollte man doch jetzt drauf wetten, bevor irgendwas passiert. Und dann am Ende, also die Saison ist ja lang, von daher gleicht sich das vielleicht dann auch wieder aus. Also muss man die Quoten im Jetzt-Zustand betrachten. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Ich glaube tatsächlich, dass LA die Playoffs verpassen wird. Auch wenn ich sie auf Parkplatz auf Rang 7 gestellt habe. Ich kann mir da sehr, sehr gut vorstellen, dass die es verkacken.
Aber wenn die jetzt noch in der Offseason einen guten Trade oder Spieler holen, glaube ich vielleicht mehr daran, wie die Buchmacher auch, dass sie schaffen. Also von daher, ich warte noch ein paar Wochen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Saison. Die startet am 16. Oktober. Und im Gegensatz zum Osten kann man wirklich sehr, sehr viel Positionsspielereien im Westen betätigen. Und deshalb freuen wir uns auch hier wieder auf Kommentare. Eure Meinung? Bitte keine eigenen Vorschläge von unsererseits vernichten, sondern einfach mal überlegen, was wird passieren. Ja, also immer schön freundlich bleiben. Bis dann. Ich bin heiß auf die Saison. Macht's gut, Freunde. Winke, winke. Verpasse keine NBA-Prognosen und abonniere diesen Kanal oder komm in unsere Facebook-Gruppe Wettvorhersagen.